Yo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu unserem ersten Squad-Building-Video in FIFA 14. Footed hat die Spielerwerte bekannt gegeben und heute werden wir mal das schnellste Team in FIFA 14 erstellen. Ja, auf den jeweiligen Positionen Stürmer, rechtes Mittelfeld, ZOM, ZDM. Wir haben uns entschieden für die 4-1-2-1-2-Formation, weil ich der Meinung bin, da sind dann eigentlich alle Positionen vertreten. Und ich würde sagen, wir beginnen von oben nach unten mit dem schnellsten, hier mit dem schnellsten Stürmer. Und das ist der Aubameyang. Aubameyang, wisst ihr natürlich, von Dortmund, der auf jeden Fall hier ein Upgrade bekommen hat in seinem Pace hier. 95, ich glaube, er hatte vorher 93 und war rechts außen. Jetzt ist er Stürmer. Richtig krank, hat ja auch schon bewiesen, dass er Tore schießen kann. Im ersten Spiel sogar schon Hattrick erzielt. Das ist krank. Aubameyang, du bist unser erster Stürmer. Daneben haben wir dann ein bekanntes Gesicht, denke ich mir mal. Den werdet ihr alle kennen und das ist Oduro. 94 Tempo, das ist einfach nur krank. Das ist so krank, der Sturm. Hätte man den, ja, ich weiß nicht, ob Pace jetzt immer noch so ausschlaggebend ist, aber hätte man die beiden Spieler, ja, das wird schon schwer zu verteidigen sein. Auch weil man gehört hat, dass dieses, wie heißt es noch, Tactical Defending oder so, nicht mehr so vom Computer gesteuert wird. Und ja, da bin ich mal gespannt drauf, wie das Verteidigen und allgemein halt auch die Auswirkungen auf das Pace und so, ja, ist. Ich habe bis jetzt noch kein Spiel in FIFA 14, also keine Demo oder kein Testspiel gemacht. Oh, schade, ja, würde ich gerne machen, aber geht halt nicht. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir schon mal die ersten beiden Stürmer. Im zentralen offensiven Mittelfeld haben wir dann einen recht unbekannten, und zwar ist das ein Argentinier. Da schreibe ich mal den Namen, also nicht ganz aus, weil ich den wahrscheinlich sowieso falsch schreiben würde. Abelarash, keine Ahnung. Argentinier mit 91 Tempo, der gehört da auf jeden Fall rein, richtig schnell. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, du könntest doch auch Bale machen, ich glaube, der hat 93 Tempo, warum formst du ihn nicht zum ZOM dann um? Wäre auf jeden Fall hier auch eine Variante gewesen, aber ich wollte jetzt einfach mal die Spieler nehmen, die es auch wirklich, die halt auch wirklich auf der Position spielen, jetzt nichts mit Umformen oder so, außer halt die Außenspieler, aber ich denke mir mal, da macht ihr mir jetzt keinen Vorwurf, oder doch? Nein, ich glaube nicht, hoffe ich mal. Und ja, dann kommen wir jetzt rüber zu den Flügelspielern und da müssen natürlich die Schnellsten hin. Und das ist hier auf rechts natürlich wieder ein, ja, recht bekanntes Gesicht, und zwar ist es Theodore Walcott. Walcott, wo ist er denn? Der hat immer noch 96 Tempo, also da ist nichts, ja, ist eigentlich, glaube ich, gleich geblieben. Auch 81 Gesamtwertung, weiß ich gar nicht. Ja, glaub schon. Und ja, der kommt auf jeden Fall ins rechte Mittelfeld. Sehr, sehr schnell. Der muss rein. Und dann haben wir daneben den schnellsten Spieler in FIFA 14. Er kommt oder er spielt in der zweiten Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf. Und das ist, ja, der Bolli. Wo ist er denn? Da ist er doch. Bolli mit 97 Tempo. 97 Tempo. Schnellster Spieler im Spiel. Krank. Das ist echt heftig. Der kommt auf jeden Fall, oder der hat auf jeden Fall hier, ja, den verdienten Platz da im linken Mittelfeld. Und im ZDM haben wir dann wieder einen recht unbekannten Spieler, für mich zumindest, vielleicht kennt ihr ihn ja, und das ist Sereceda, okay, ja, mit 92 Tempo, ich glaube, da brauche ich auch nicht mehr viel sagen, das ist echt sehr krank. Und würde FIFA 14 wieder so pace-lastig sein, dann wäre das hier eine Option für euch, also das Team hier zu bauen. Ja, auch wenn die Chemie nicht wirklich gut ist, aber man hat auch gesehen in FIFA 13, also meiner Meinung nach, man konnte auch mit einem schlechten Chemie-Team gewinnen. Es wäre auf jeden Fall schwer, aber wenn man halt so eine pacigen Spieler hat, in FIFA 13, das entscheidet dann eigentlich alles und dann ist die Chemie auch recht egal. Ja, als Linksverteidiger haben wir dann den Jordi Alba. Wo ist er denn? Jordi Alba, komm mal her hier. Ja, 92 Tempo, 82 Dribbling. Auch ein richtig guter Außenverteidiger. Ich wollte schon Außenspieler sagen, Außenverteidiger. Und dann als rechten Außenverteidiger, den schnellsten Außenverteidiger im Spiel, das ist der Abate von AC Mailand.
komm mal rein. So, Italiener, 93 Tempo, ist glaube ich geblieben. Und ja, schießen kann er nicht so gut, aber das ist auch egal als Außenspieler. Verteidigen, ja, 73, vielleicht ein bisschen wenig. Alba hat auf jeden Fall stärkere Werte. Okay, Gesamtwertung ist natürlich auch weiter oben. Aber vom Ding her, Abate, ja, der wird es wahrscheinlich schon reißen in FIFA 14. Ich bin echt mal gespannt drauf. Ich freue mich auch schon richtig auf FIFA 14. Kann ich euch nur sagen. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige mit der Meinung. Und dann haben wir die beiden schnellsten Innenverteidiger im Spiel. Ja, das ist einmal der Wine. Wine, der amerikanische Spieler. Wo ist er denn? Oh, er wurde jetzt auf Bronze downgegradet. Ah, ein bisschen schade vielleicht, aber ja, okay. Ich glaube, in echt ist er nicht wirklich so gut. 93 Tempo, das ist aber auf jeden Fall sehr, sehr geil, sehr, sehr krank. Und daneben haben wir dann einen Neuling. Ja, es gab ja als einzigen Innenverteidiger in FIFA 13 halt nur einen und das war Wine. Hat sich gereimt, ich weiß. Aber jetzt gibt es sogar drei Innenverteidiger, die über 90, die 90 oder mehr Tempo haben. Und daneben haben wir einen Koreaner und zwar heißt der Suk, glaube ich. Suk. Mit 93 Tempo ebenfalls. Und ein Silberspieler sogar. Also der wird, denke ich, sehr, sehr teuer sein, weil er auch noch Silberspieler ist und sogar 69 Verteidigung hat und hier eine Gesamtwertung von 66, also richtig kranke Werte und Kopfbälle auch 69, also der wird wahrscheinlich mächtig überpowered sein, aber mal gucken, ob es Momentum gibt oder nicht. Das ist natürlich hier die Frage. Ja, und dann haben wir zum Schluss noch den Torwart mit dem oder den schnellsten Torwart im Spiel und das ist auch ein amerikanischer. Der heißt Ford, wo bist du? Da ist er. Bei den Sounders. Und ja, der kommt sogar auf 10 Chemie. Aber die Chemie ist, denke ich, erstmal egal. Ja, 80 Speed. Und das ist krank. Das soll jetzt hier auch von dem schnellsten Team gewesen sein. In FIFA 14, ich weiß nicht, die Werte stehen ja jetzt schon fest. Da kann sich ja nicht mehr viel ändern. Lamela und Rubinho bekommen keine 5 Sterne Skills. Warum, weiß ich nicht. Ich glaube, weil Robinho die ganze Zeit eigentlich auf der Bank war und Lamela halt zur Zeit wirklich auch keine Skills mehr abgeliefert hat. Aber nun ja, das ist natürlich EAs Sache. Meiner Meinung nach sind auch sehr, sehr viele downgegradet worden. Auch manchmal unzurecht, also nicht wirklich gerecht, aber okay. Vielleicht ändert sich das ja noch. Es gibt ja immer mal ein paar kleine Updates und das Spiel ist ja noch nicht draußen. Aber das soll es ja eigentlich erstmal gewesen sein von dem schnellsten Team in FIFA 14. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr solcher Squad-Bilder sehen möchtet, jetzt noch. Jetzt ist ja die Zeit, ja, einfach so mal ein paar Squad-Building-Videos rauszuhauen. Dann schreibt in die Kommentare, was ihr jetzt sehen wollt. Ein langsamstes Team, ein. Pff, was gibt es noch? Ein Team mit den komischsten Frisuren oder was weiß ich. Mal gucken. Oder halt auch die, die am besten schießen können. Das ist euch überlassen. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben, wenn euch diese Serie gefällt. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer HansaFan 966.